Ja, dann freue ich mich, dass Sie alle hier zusammengekommen sind. Ich freue mich, dass meine Kollegen da sind aus Frankenau und aus Föhl. Ich freue mich, dass die Presse da sind, die Baufirmen, die Ausführenden, die Architekten, die Mitarbeiter des Kreishauses, der Ortsvorsteher ist auch da. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich habe so gedacht, als ich diese Terminvereinbarung gesehen habe, Jack, das ist tatsächlich mal was, wozu ich auch schon einen persönlichen Bezug seit 2012 habe. Weil als ich hierher gezogen bin, kam das, glaube ich, gerade auf 2011, 2012, Längel-Renaturierung. Und ich lebe hier in Ellershausen, da geht die Längel auch durch. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir natürlich nie träumen lassen, dass ich einen Spatenstich mit begleiten darf, um so ein Renaturierungsprojekt mit zu starten. Wir sind ja hier in einer doch sehr landwirtschaftlich geprägten Gegend und da ist es nun mal, das gehört dazu, dass hohe Nährstoffgehalte, Sedimente einfach in den Bach gehen. Die Wasserqualität zumindest hier auch sehr schlecht ist. Wir haben hier auch andere Probleme, aber ich habe auch gelernt, dass ich glaube 10%, jetzt müssen Sie mir wieder helfen. Ja, 10% der Gewässer in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Genau, da sind wir also dabei, das ist nicht rühmlich, aber das wollen wir auch seit heute verändern und das finde ich gut. Und daher freue ich mich, dass wir die Genehmigung bekommen haben und die Unterstützung des Landes, die finanzielle, hier was dran zu ändern. Und umso bedeutender ist das natürlich, dass wir das im Verbund machen, gemeinsam. Das ist ja nicht üblich, sage ich mal. Es ist schon immer eine Herausforderung, dass sich Bürgermeister zusammensetzen und sagen, wir machen mal was gemeinsam. Ich bin ein Verfechter davon, weil ich glaube, dass wir alle in einer Region leben und die gestalten müssen und nutzen müssen. Und die Längel macht ja nun hier auch keine Grenze oder wird irgendwo schlagartig anders. Jetzt sage ich immer, für den ganzen inhaltlichen, fachlichen Input freue ich mich, dass die Frau Berkenkopf heute wieder an meiner Seite ist, wer das letzte Mal dabei war. Wir haben geübt und gebe gerne für alles Inhaltliche jetzt an die Frau Berkenkopf, die das Ganze natürlich auch über die Jahre hin begleitet hat und auf den Weg gebracht hat. Und ich würde mich da definitiv mit fremden Federn schmücken, wenn ich Ihnen sagen würde, das ist alles meins. Und dann würde ich natürlich auch meine Kollegen angucken und sagen, wenn ihr auch noch was sagen möchtet. Wir gucken zurück. Oder auch sagt, Frau Berkenkopf ist eine sehr gute Wahl. Auf jeden Fall. Das Fachliche sollten wir auf alle Fälle voranstellen und wenn wir dann noch was übrig haben, dann tun wir das gerne. Genau. Jutta. Ja, dann vielen Dank. Die Frau Eckes hat ja schon einiges ausgeführt, warum wir heute hier stehen. Lange Projekthistorie. Und jetzt können wir sagen, yo, wir fangen endlich an. Also Jahr 2011 und jetzt, 13 Jahre danach, haben wir jetzt quasi den Spatenstich für die ersten Maßnahmen. Frau Eckes hat es ja vor uns schon umrissen. Wir haben hier relativ landwirtschaftlich geprägt Probleme, auch mit Hochwasser, was immer in der Ortslage immer wieder auftritt. Und ein bisschen so, sag ich mal, das allumfassend zu betrachten, das ist so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Zumindest jetzt auch, insbesondere in Haubern. Also wir wollen hier jetzt an der Stelle, die nennen sich immer so schön Sedimentfänge, sind am Ende sind es eine Art Regenrückhaltebecken. Ja? Regenrückhaltebecken, die dann eben gedrosselt das Wasser auffangen sollen. Das sind so Querdämme, die dann hier, die Baufirma hat sie so schon wunderschön abgesteckt, die quasi hier in das Tal reingezogen werden. Und wenn dann viel Regen kommt, wird es dann quasi zurückgehalten und da wird so eine Drossel unten reingesetzt, wo dann eben das Wasser dann eben nicht in schwallartig abläuft, sondern dann eben gedrosselt, wie man das so schön nennt. Und das werden wir hier einmal bauen und der Plan ist jetzt leider auch im Auto, werden wir auch noch mal ein bisschen weiter oben im Gegengrund bauen. Genau, das sind die zwei sogenannten Sedimentrückhalte mit Rückhaltefunktion auch für Hochwasser. Genau, das ist die erste Maßnahme und da sind wir ganz froh, dass wir die Firma Feldhaus ja gewinnen konnten. Die fangen dann jetzt auch schon relativ zügig an mit der Maßnahme. Also ab sofort, ne? Ab sofort. Auch ohne Jacke? Auch ohne Jacke, ja, die sollen sich warm arbeiten. Spaß bleiben wir. Genau. Wir haben die Maßnahme nämlich in zwei sogenannten Losen ausgeschrieben. Also das ist jetzt quasi Los 1, die Sedimentrückhalte, und das Los 2, das wird im Teichgelände stattfinden. Da haben wir ein bisschen eine andere Situation.
Da haben wir ja den Teich, also die Haubaner kennen das ja, da haben wir den Teich, die Längel dann relativ da eingefärcht, sage ich mal so. Und da kommt es auch immer wieder zu Ausuferungen. Der Teich stinkt im Sommer, weil zu wenig Durchfluss ist. Und da ist es einfach da, ja, Ziel der Maßnahme, die Länge ein bisschen zu verbreitern an der Stelle, also quasi auch wieder Raum zu schaffen, um sich auszubreiten und eben auch die Teichfläche so zu verkleinern, dass ja, das Wasser, was eben dann aus der Länge reingeht, eben auch ausreicht, um den Teich entsprechend zu bespannen. Ja, und das wird dann von der Firma Beisheim, die leider heute nicht da ist, dann durchgeführt ab nächsten Jahr. Und die ganzen Maßnahmen fangen jetzt an, also unter 44. kW und sollen so etwa bis Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals nächstes Jahr abgeschlossen sein. Da müssen wir halt auch ein bisschen hier da oben, der muss mitspielen und dann denke ich, es wird eine schöne Maßnahme. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu den anderen beiden Kommunen, es geht natürlich weiter. Also das ist jetzt quasi so der Auftakt von diesem großen Projekt. Wir haben über 20 Maßnahmen in der gesamten Länge geplant und wir sind jetzt gerade bei der Ausschreibung einer Maßnahme, nämlich in Frankenau. Da sind wir gerade bei der Huhnsmühle, da wird es weitergehen. Da wollen wir auch noch in diesem Jahr, Anfang nächsten Jahres anfangen, quasi die nächste Maßnahme. Und in Föhl, denke ich, da werden wir auch zeitnah noch Maßnahmen anstoßen. Genau. So, jetzt habe ich viel geredet. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ja, gerne. Ansonsten, der Planer ist dann auch für die Fachfragen natürlich, steht da bereit. Der hat gerade so gelacht. Da muss ich jetzt einfach nochmal eingrätschen. Ja. Ja, vielen Dank. Hat sie alles gesagt? Ja, vom Prinzip her schon, aber wir wären ja schlechte Politiker, wenn wir nicht noch was sagen. Ja, liebe Barbara, lieber Manuel, meine Damen und Herren, wir haben es gerade schon gehört, es geht endlich los. Und wenn endlich was losgeht, dann freuen sich auch die Politiker. Weil der Vorspann, der ist immer unendlich lang bei solchen Maßnahmen, aber es wird dann Zeit, dass endlich was passiert und dass endlich etwas sichtbar wird. Und wir haben es gerade schon gehört, wir in Föhl haben ja den Tourismus und den Gast, sage ich immer, interessiert es nicht, ob er gerade in Föhl ist oder im Edertal oder im Waldeck. Der will in die Region um den Edersee, um den Nationalpark und den Fisch. Den ist das gerade auch egal, ob er durch Frankenau schwimmt oder hier in Frankenberg ist oder dann auch mal im Südausläufer Richtung Föhl nochmal drüben ist, beziehungsweise unseren kleinen Anteil dieser Längel durchschwimmt. Und diese Renaturierungsprojekte, zu denen wir einerseits verpflichtet sind, die wir aber andererseits aus ökologischer Sicht natürlich absolut wollen und unterstützen, das sind die Best-Practice-Beispiele für interkommunale Zusammenarbeit. Und das tun wir hier. Ich war sehr dankbar, als wir vor einigen Jahren, ist es ja schon her, die ersten Kontakte hatten, und dieses Projekt gemeinsam abzubilden. Ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, das auf anderer Ebene fortzuführen. Wir machen das Gleiche an der Lorfe ja mittlerweile auch. Da gehen wir ja auch gemeinsam vor und genauso wollen wir es tun. Wobei ich sagen muss, Föhl ist nur mit einem sehr kleinen Anteil am Ende der Längel dabei. Aber wir sind sehr gerne dabei und freuen uns auch, dass wir jetzt starten können. Ja, Dankeschön. Ich begrüße jetzt auch noch mal einen Vertreter der Kreisverwaltung. Tatsächlich ist es so, es geht jetzt wirklich los. Ich glaube, das ist für alle gut, dass es auch endlich losgeht, weil gesprochen wurde, glaube ich, lange genug. Und ich möchte mich einfach mal bedanken, auch für die Arbeit, die da in Frankenberg geleistet wird. Weil ich glaube, in unseren beiden Häusern ist jeder froh, dass die Arbeit im Rathaus in Frankenberg gemacht wird. Weil wir wissen, da ist es auch gut aufgehoben und wir können daran teilhaben. Ich bin einfach froh, dass wir das zu dritt machen können, ja, und nicht alleine auf weiter Flur dastehen. Und ich glaube, wenn jetzt hier der Startschuss losgeht, wie gesagt, die nächste Maßnahme, der dann auch bei uns in der Gemarkung, die Zwischenhaubern und dann Rudel ist ja auch noch was geplant, was kommen soll. Von daher können wir, glaube ich, alle froh sein, dass es jetzt losgeht und ich glaube, es freuen sich auch alle drauf. Das ist auch auf dem Stadtgebiet Haubern sind hier noch zwei weitere Maßnahmen, die dann zum späteren Zeitpunkt vorgesehen sind. Das sind Strukturmaßnahmen, aber auch retentionsraumbildende Effekte.